Was geht, Freunde? Ich hoffe, euch allen geht's gut. Heute schauen wir uns eine weitere Folge von Insolito an. Und heute geht es um einen ganz speziellen Typen. Also ich muss euch sagen, ne, ich bin euch ehrlich, der Fall an sich war jetzt nicht so spektakulär. Was das Ganze aber halt interessanter oder mysteriöser gemacht hat, war der Typ in dem Video, um den es quasi geht. Und zwar, es geht um Peter Bergmann, wenn es überhaupt sein richtiger Name ist. Ich habe gar keine Ahnung. Ihr werdet es auf jeden Fall im Laufe des Videos checken, deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Es lohnt sich. Und ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß mit dem Video. Das kleine Dörfchen Rosses Point in der Hafenstadt Sligo liegt versteckt in der nordwestlichen Ecke Irlands. Die idyllische Landschaft und die Strände wirken geradezu magisch und würden eigentlich Touristen anziehen. Doch dem ist nicht so. Das Dorf ist so unbekannt, dass nur selten Fremde hierher verschlägt. Umso mehr werden das Dorf und seine Bewohner am 16. Juni 2009 in Aufruhr versetzt. Gegen 6 Uhr morgens sind Arthur Kinsella und sein Sohn Brian am Strand unterwegs. Brian trainiert gerade für einen Triathlon und der Strand bietet sich dafür bestens an. Das ist aber geil, wenn du laufen gehst oder laufen gehen musst. Bruder, was willst du mehr als am Strand laufen zu gehen? Oberkörperfrei, bisschen Sonnencreme und dann laufen gehen. Beste. Bei dem Wetter mit schöner Sonne, schönem Wasser, top. Da würde ich sogar freiwillig laufen. Doch Arthur und ihm fällt etwas ganz anderes ins Auge. Ein Mann in Badehose liegt bewegungslos mit dem Gesicht nach unten am Strand. Als die beiden sich ihm nähern, merken sie schnell, dass er tot ist. Es wirkt so, als sei er ertrunken und an den Strand gespült worden. Auch die Polizei geht zunächst von einem Badeunfall aus. Doch als sie versuchen herauszufinden, wer der Mann ist, merken sie nach und nach, dass der Fall anders ist als alle anderen Fälle, die sie bisher hatten. Niemand kennt den Unbekannten oder vermisst jemanden, der auf die Beschreibung von ihm passt. Aber Bruder, jetzt mal Hand aufs Herz, der Typ ist ja auch gefühlt schon 99 Jahre alt, ne? Also der ist ja schon richtig alt, der kann ja kaum stehen. Und die Polizei kann einfach nicht herausfinden, wer der Mann ist. Schnell kommt die Theorie auf, dass er seine Identität womöglich absichtlich verschleiern wollte. Manche stellen die Frage, ob er vielleicht ein Spion war. Für andere ist der Fall sogar so mysteriös, dass die einzige Erklärung für sie wäre, dass der Mann ein Zeitreisender war. Ich schwöre, ich habe auch gerade daran gedacht. Ich dachte mir, okay, soll ich das jetzt droppen und sagen, das ist bestimmt ein Zeitreisender? Auf einmal kommt das. Das Thema ist auch sehr interessant, aber auch sehr gruselig zugleich. Aber alles nacheinander. Fangen wir ganz vorne. Digga, er sieht aus wie so ein schlechtes Phantombild einfach. Kennt ihr, du musst Phantombild machen. Die Brille ist ja nicht mal echt. Ich glaube, das ist sogar ein Phantombild. Peter Bergmann. Also das ist auch typisch Mustern, Max Mustermann. Also das ist wirklich dieses Bild, wenn du bei der Polizei sitzt und sagst, mir wurde die Handtasche geklaut. Der Typ hatte eine Brille, graue Haare, Mimik war tot und das kommt dabei raus. Wir sprechen heute über den Fall von Peter Bergmann. Ein Fall, der mysteriöser nicht sein könnte. Wenn ihr mich auch bei Instagram verfolgt, wisst ihr... Ach, warte mal. Er hat sich zum ersten Mal auch geleakt, ne? Ich habe vorhin auch ein Bild gekriegt von Insolito, wie er aussieht, weil ich mich bis heute gefragt habe, Bruder, wer steckt hinter diesem Insolito? Und ich schwöre es dir, ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit dem Gesicht. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Vor einem Tag ist ein lebloser Mann am Strand in Rosses Point aufgefunden worden. Die Ermittler sind seitdem intensiv damit beschäftigt, die Identität des Mannes zu klären und seine Angehörigen zu informieren. Niemand konnte ahnen, dass das eine sehr knifflige Aufgabe werden würde. Der Verstorbene ist ein älterer Mann. Er ist 1,75 Meter groß, hat blaue Augen, dunkle Augenbrauen und graue Haare. Wie alt ist er jetzt, ist die Frage. Also mich würde wirklich interessieren, wie alt der Typ ist. Bei der durchgeführten Obduktion schätzt der Gerichtsmediziner das Alter des Mannes auf 55 bis 60 Jahre. Also so wie er bei der Videoüberwachungskamera stand, würde ich sogar sagen 70. Er sucht fieberhaft nach Anhaltspunkten, die auf die Todesursache oder die Identität des Mannes hindeuten können. Besonders auffällig ist sein Goldzahn im Oberkiefer des Verstorbenen. Zur Frage, wo versteckt Ratha sein Gold? Jetzt habt ihr die eine Antwort. Zunächst vermuten die Ermittler einen Badeunfall. Doch die Bekleidung des Mannes wirft Zweifel auf. Als man ihn auffindet, trägt der Tote eine grüne Speedo-Badehose mit pinken und lila Streifen. Darüber hat er eine Unterhose und ein blaues Shirt an. Also keine klassische Badekleidung. In der Nähe des Toten findet man auf einem Felsen einen ordentlich gefalteten Stapel Kleidung. Es handelt sich um schwarze Schuhe in Größe 44, die 2002 in Deutschland hergestellt wurden, ein Polunder, blaue Wollsocken, einen schwarzen Ledergürtel sowie eine blaue Hose in Kleidergröße 50 und eine schwarze Lederjacke.
Beide von der Marke C&A. Boah, das ist aber echt eigenartig, Digga. Weil wenn der Typ da gestorben ist, ist das ein bewusster Suizid gewesen? Weil die ganzen Sachen wurden da ja noch alle relativ ordentlich auf den Felsen gelegt. Auffällig ist, dass bei allen Kleidungsstücken die Etiketten sorgfältig entfernt wurden. Der Tote hatte außerdem Taschentücher der Marke Soft und Sicher bei sich. Sowie Schmerztabletten, die nur in Deutschland verschrieben werden. Diese Kombination von Indizien legt die Vermutung nahe, dass der Verstorbene Deutscher war. Doch trotz intensiver Untersuchung bleibt der Grund für seinen Tod vorerst ein Rätsel. Es gibt keine Anzeichen für Ertrinken, da man kein Wasser in seinen Lungen findet. Die Obduktion zeigt zwar, dass der Mann scheinbar Herzprobleme hatte, doch ein eindeutiger Zusammenhang zwischen den Herzproblemen und seiner Todesursache lässt sich nicht feststellen. Es könnte ja theoretisch auch ein Unfall gewesen sein, vielleicht Überdosis Schmerzmittel, die ihn dazu gebracht haben, dass er vielleicht da irgendwie, keine Ahnung, bewusstlos geworden ist. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das Ganze mit Schmerzmitteln möglich ist, aber kann ja sein, dass er dann irgendwie eine Überdosis von diesen Medikamenten hatte, bewusstlos wurde und deswegen ertrunken ist. Eine weitere Auffälligkeit ist, dass dem Mann eine Niere fehlt. Doch es deutet alles darauf hin, dass sie ihm bereits vor einigen Jahren entfernt wurde. Besonders auffällig ist jedoch, dass der Mann seit geraumer Zeit schwer krank war. Er litt an fortgeschrittenem Prostatakrebs mit Metastasen in den Knochen und der Lunge. Es ist anzunehmen, dass er von seiner Krebserkrankung wusste, da er offensichtlich unter starken Schmerzen gelitten haben muss. Interessanterweise fanden die Ermittler in der Nähe seiner Leiche Schmerzmittel. Doch es lassen sich keine Rückstände von Schmerzmitteln oder anderen Medikamenten in seinem Blut nachweisen. In seinem Zustand hätte er aber eigentlich irgendwelche Medikamente einnehmen müssen. Der Gerichtsmediziner gibt an, dass der Mann nur noch wenige Wochen zu leben gehabt hätte. Doch keine der bei der Obduktion festgestellten Auffälligkeiten erklärt, woran der Mann gestorben ist. Es gibt keine klaren Hinweise auf eine direkte Todesursache, was die Ermittler vorerst zu der Vermutung eines plötzlichen Herzstillstandes führt. Man geht davon aus, dass der Mann während eines Spaziergangs einen Herzinfarkt erlitten und daran verstorben sein könnte. Dennoch bleibt die Identität des Mannes nach wie vor ein Rätsel, weshalb die Ermittler versuchen, die letzten Tage vor seinem Tod zu rekonstruieren. Aber das frage ich mich, Digga. Der Fall ist ja eigentlich gar nicht so spektakulär, aber das, was es halt interessanter macht, ist halt das Ding mit der Identität. Und was ich mich da jetzt frage, woher wusste man, wie er heißt? Was sie dabei entdecken, nährt jedoch berechtigte Zweifel daran, dass der Tod des Mannes ein Zufall gewesen ist. Der unbekannte Mann scheint am 12. Juni 2009 in Nordirland eingereist zu sein, da er dort zum ersten Mal auf Kameraaufnahmen auftaucht. Allerdings gibt es keine Einreisedokumente und keine Zeugen, die ihn in einem Zug, Flugzeug oder Schiff gesehen haben. Er ist einfach da gespawnt. Er war einfach da. Es kann lediglich gemutmaßt werden, dass er aus Deutschland gekommen ist, da viele der gefundenen Gegenstände auf eine deutsche Herkunft hinweisen. Um 16 Uhr sieht man den Mann erstmals auf Kameraaufnahmen am Busbahnhof in Derry. Er trägt eine Sonnenbrille und hat eine schwarze Laptoptasche sowie eine schwarze Reisetasche bei sich. Die Kameras zeigen, wie der Mann in einen Bus steigt, der als Ziel die Küstenstadt Sligo hat. Nach einer zweistündigen Fahrt steigt er um 18.28 Uhr aus und nimmt ein Taxi. Der Taxifahrer berichtet später, dass der Mann einen deutlichen deutschen Akzent hatte. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Nicht wegen dem Akzent, sondern was hat der Taxifahrer mit ihm gesprochen? Also worüber haben die sich unterhalten? Das wäre halt auch nochmal interessant, weil wenn das jetzt ein Zeitreisender ist, würde mich das interessieren, über was für Themen der geredet hat. Er bittet den Fahrer, ihn zu einem preisgünstigen Hotel zu bringen. Es ist anzunehmen, dass der Mann sich in Sligo nicht auskannte, da es in der Nähe des Busbahnhofs einige günstige Hotels gab. Das erste Hotel, zu dem der Fahrer ihn bringt, ist bereits ausgebucht. Als nächstes fahren sie zum Sligo City Hotel. Der Mann bucht dort ein Zimmer für 3 Nächte und zahlt die 65 Euro pro Nacht direkt in bar. Auch die Hotelmitarbeiter bemerken seinen starken deutschen Akzent. Er checkt unter dem Namen Peter Bergmann ein und gibt die Adresse Einstettersen 15 in 4472 Wien an. Ach, der kommt sogar aus Wien. Eine Adresse, die nicht existiert. Leider fällt den Hotelangestellten das nicht auf, da sie keine Ausweisdokumente verlangen. Daher bemerken sie auch nicht, dass der Name des Mannes vermutlich ebenfalls erfunden ist. Peter Bergmann. Ich habe doch gesagt, das ist typisch so ein Max-Mustermann-Name. Peter Bergmann.
Peter Bergmann. Es gibt keine Hinweise auf eine Person namens Peter Bergmann, die legal ins Vereinigte Königreich eingereist ist. Und es wird auch in Deutschland oder Österreich kein Mann mit diesem Namen vermisst. Peter Bergmann begibt sich auf sein Zimmer. In den folgenden 3 Tagen verlässt er insgesamt 13 Mal das Hotel. Warte mal, können wir einmal drüber sprechen? Egal was für ein Hotel ich war, jedes Mal musste ich meinen Ausweis zeigen. Also die brauchen ja den Ausweis, damit du einchecken kannst. Warum haben die bei dem keinen Ausweis verlangt? Und jedes Mal trägt er eine lila Plastiktüte mit unbekanntem Inhalt bei sich. Die Überwachungskameras in der Küstenstadt Sligo nehmen ihn jedes Mal auf, wenn er das Hotel verlässt. Er ist dabei immer allein unterwegs und telefoniert nie. Trotz der Vielzahl an Kameras gelingt es Peter Bergmann irgendwie, ihn geschickt auszuweichen. Anscheinend ist er zum ersten Mal in Sligo. Trotzdem nutzt er die toten Winkel der Kameras, als wäre er bereits bestens vertraut mit der Gegend. Was sich in der Plastiktüte befindet und was er damit macht, bleibt ein Rätsel. Chat, jetzt mal Hand aufs Herz. Können wir mal drüber sprechen? Erstens ist der Typ nicht 55, der ist safe älter. Und zweitens sieht er wirklich aus wie ein Zeitreisender mit seiner Lederjacke in schwarz und mit seinem komplett schwarzen Anzug und seiner rosanen Tüte da. Also der sieht 100% aus wie so ein Zeitreisender. Es ist lediglich bekannt, dass er jedes Mal ohne die Tüte zum Hotel zurückkehrt. Es bleibt unklar, ob er 13 identische Tüten besitzt und sie jeweils mit ihrem Inhalt entsorgt oder ob er die Tüte möglicherweise ausleert, zusammenfaltet und in seiner Jackeninnentasche mit zurück ins Hotel nimmt. Auf den möglichen Inhalt der Tüte kommen wir später noch einmal zurück. Am 13. Juni, einem Samstag, verlässt Peter Bergmann das Hotel und begibt sich zur nahegelegenen Postfiliale. Dort kauft er 10 Walla, immer mit seiner Tüte da, ne? Briefmarken im Wert von jeweils 82 Cent sowie Luftpostaufkleber. Im Jahr 2009 kostet es in Irland 82 Cent, um einen Brief in ein anderes Land zu verschicken. Leider gibt es technische Probleme bei der Sicherung der Überwachungsaufnahmen aus der Postfiliale, sodass die Polizei nicht weiß, ob Peter Bergmann bereits fertig geschriebene Briefe bei sich getragen und direkt in den Briefkasten eingeworfen hat. Zu keinem anderen Zeitpunkt wird er dabei gefilmt, wie er Briefe bei sich trägt oder etwas in einen Briefkasten wirft. Es könnte sein, dass Peter Bergmann die Lederplastiktüte genutzt hat, um darin die Briefe unbemerkt zu transportieren. Am nächsten Tag klopft eine Reinigungskraft an Tür 705, welches Peter Bergmanns Zimmer ist. Doch er öffnet nicht und reagiert auch nicht auf Rufe. Besorgt entschließen sich die Mitarbeiter schließlich, die Tür zu öffnen. Als die Tür aufgeht, steht Peter Bergmann überrascht in seinem Zimmer. Es wirkt fast so, als hätte man ihn bei etwas ertappt. Boah, ich frage mich echt, was hat er da gemacht? Was ist in der Tüte drin gewesen? Ich hoffe, man erfährt es noch im Video, und wenn man es nicht erfährt, dann hätte ich mich echt dafür interessiert, was in dieser verdammten Tüte drin war. Weil der Typ ist eigenartig, Hand aufs Herz. Aber es gibt, glaube ich, wenn man so guckt, so viele eigenartige Menschen, an denen man tagtäglich vorbeiläuft. Und deswegen habe ich auch mit diesen Verfolgungsjagd-Videos damals angefangen, weil der Typ mir halt direkt aufgefallen ist. Der hat mir einfach diese Vibes gegeben, der Typ ist nicht normal. Der hat irgendwie Dreck am Stecken und ist einfach nicht ganz normal, und deswegen habe ich den damals verfolgt. Also den Peter Bergmann, den hätte ich auch gerne mal verfolgt. Aber es scheint ihm gut zu gehen, weshalb das Hotelpersonal ihn wieder alleine lässt. Zwischen 11 und 11.30 Uhr verlässt Peter Bergmann das Hotel mit einer Stadtkarte in der Hand und sucht sich ein Taxi. Er bittet den Fahrer Jared Higgins, ihn zum Strand Hill in der Nähe des Sligo Base zu bringen, da er gerne schwimmen gehen möchte. Der Fahrer rät ihm davon ab, da der Strand hauptsächlich ein Surfstrand und nicht optimal zum Schwimmen geeignet ist. Peter Bergmann fragt daraufhin den Taxifahrer, ob er einen weniger besuchten Strand kenne, an dem er in Ruhe schwimmen könne. Jared Higgins empfiehlt ihm den Strand bei dem Dörfchen Rosses Point. Peter Bergmann scheint damit einverstanden zu sein und lässt sich zu diesem Strand fahren. Später wird spekuliert, dass er ursprünglich zum Sligo Bay wollte, da dort die Statue Deadman's Point steht und er dadurch seinen Tod noch mysteriöser machen wollte. Die Statue zeigt eine Frau, die ihre Arme ausstreckt, und geht auf einen Seemann zurück, der dort begraben worden sein soll, nachdem er beim Einlaufen seines Schiffes in Sligo Bay verstorben ist. Jared Higgins fällt besonders Peter Bergmanns Akzent und sein Goldzahn auf. Er erinnert sich, dass Peter Bergmann sich gerne unterhalten hat und ihm erzählt hat, dass er Österreicher sei. Am Strand angekommen, steigt Peter Bergmann jedoch nicht aus. Stattdessen schaut er sich 15 Minuten lang den Strand aus dem Auto heraus an und möchte anschließend wieder zurückgefahren werden. 15 Minuten lang, warte mal, können wir darüber sprechen, dass der Taxifahrer
15 Minuten lang das Ganze geduldet hat. Also entweder hatte der Typ zu viel Zeit oder der hatte einfach auch Bock drauf, 15 Minuten einfach im Auto zu sitzen und 15 Minuten Schweigeminuten draus zu machen. Bro, stellt euch das mal bildlich vor. Einfach 15 Minuten sitzt einfach dein Gast noch hinten drin. Du chillst einfach ganz normal. 15 Minuten lang, dein Kunde ist hinten rechts. Er guckt aber nur den Strand an. Fertig. Was würdet ihr machen? Ja, Hand aufs Herz. Was würdet ihr da machen? Er lässt sich an einer Bushaltestelle absetzen und bezahlt mit einem 20-Euro-Schein. Am nächsten Tag, dem 15. Juni, teilt er der Rezeption mit, dass er einen Late-Checkout gegen 13 Uhr wünscht. Um 13.06 Uhr checkt er schließlich aus und gibt seine Zimmerschlüssel ab. Bei sich trägt er die lila Plastiktüte, seine schwarze Laptoptasche und eine dunkle Tragetasche. Seine schwarze Reisetasche, die er zu Beginn der Reise bei sich trug, hat er nicht mehr bei sich. Da er bei seinem Auffinden nur noch sehr wenig Gepäck bei sich getragen hat, unter anderem keinerlei Wechselkleidung, ist davon auszugehen, dass er in den Tagen vor seinem Verschwinden seinen ganzen Besitz entsorgt hat. Man vermutet, dass er dafür die lila Plastiktüte verwendet hat und jeden Tag Teile seines Gepäcks darin mitgenommen und irgendwo in den Müll geschmissen hat. Wenn er immer nur ein oder zwei Teile entsorgt hat, würde das auch erklären, warum man die Sachen nicht mehr wiederfinden konnte, obwohl die Polizei viele Tage lang die Gegend und die Mülleimer in Sligo abgesucht hat. Dieses Vorgehen würde dafür sprechen, dass Peter Bergmann seinen mysteriösen Tod genauso geplant hat und seine Identität bestmöglich verschleiern wollte. Nachdem er das Hotel verlassen hat, geht er über die Quay Street und die Wine Street, bis er schließlich am Quayside Shopping Center ankommt. Er betritt das Einkaufszentrum und bleibt für ein paar Minuten an der Tür stehen. Schon wieder, der Typ hat echt zu viel Zeit. Wir müssen nochmal erwähnen, der saß 15 Minuten lang im Taxi, wollte an den Strand, die sind am Strand angekommen, 15 Minuten lang saß er im Taxi drin, hat sich den Strand angeguckt und ist danach ausgestiegen oder woanders hingefahren. Junge, stellt euch das mal vor, 15 Minuten lang, diese Stille. Und jetzt auch nochmal hier vom Laden, 3-4 Minuten stehen, ohne irgendwas zu machen. Der Typ ist sehr eigenartig. Das ist 100% Zeitreisender. Bevor er um 13.16 Uhr wieder herausgeht und seinen Weg fortsetzt. Ich frage mich auch bei solchen Leuten, was geht in seinem Kopf ab? Also was muss in seinem Kopf passiert sein, dass er so ist, wie er da ist? Und mich interessiert das gerade brennend, was die Taxifahrer mit ihm gequatscht haben. Zu 100%. Was haben die mit dem gequatscht? Zu diesem Zeitpunkt hat er immer noch seine 3 Taschen bei sich. Er geht weiter entlang der Wine Street bis zum Busbahnhof. Am Busbahnhof wird er um 13.38 Uhr dabei gefilmt, wie er ein kleines Café besucht und ein Cappuccino sowie ein Sandwich bestellt. Er setzt sich an einen Tisch zu einem Mann und einer Frau, tauscht jedoch kein Wort mit ihnen aus. Während er sein Sandwich isst, holt er einen Zettel aus seiner Laptoptasche. Er notiert etwas darauf, danach zerreißt und wirft ihn weg. Der Zettel kann später nicht gefunden werden und die Gäste können sich nicht dran erinnern, was Peter Bergmann darauf geschrieben hatte. Ey, ich würde das gerade unnormal gerne sehen, ne? Auf Ernst, ich will gerade einfach nur sehen, was auf diesem Zettel stand, was er darauf geschrieben hat. Digga. Die Ermittler mutmaßen, dass er möglicherweise eine Liste geführt hat mit Dingen, die er tun wollte oder an die er denken musste. Im Café könnte er alle Punkte auf der Liste erledigt haben, weshalb er den Zettel wegwarf. Vincent Dunbar, der örtliche Depotinspektor, kehrt gerade von seiner Mittagspause zurück, als Peter Bergmann ihn anspricht und fragt, von wo der Bus abfährt, der nach Rosses Point fährt. Vincent sagt zu der Begegnung später: Ich erfuhr später, dass er wohl schwimmen gegangen ist, aber er kam mir nicht wie ein Mann vor, der schwimmen geht. Geschweige denn, ob der überhaupt noch schwimmen kann mit seinen 76 Jahren. Der Typ konnte kaum gerade gehen und der will dann irgendwo schwimmen gehen alleine. Junge, das kann doch nur in die Hose gehen. Er gekleidet war und was er bei sich trug. Wenn jemand schwimmen ging, wusste man das in der Regel. Das ist ja auch das Ding. Das macht das Ganze auch nochmal so mysteriös, weil, guck mal, der Typ wollte an den Strand, um schwimmen zu gehen. Aber jeder normale Mensch, der schwimmen geht, wird sich eine Badehose mitnehmen. Entweder wird er sich schon umziehen oder er hat wenigstens eine Tasche, wo die ganzen Sachen drin sind. Aber bei ihm war das ja nur so, dass er so eine kleine Tüte hatte und da passt ja kaum irgendwas rein. So, deswegen ist es halt sehr, sehr unrealistisch, dass er wirklich schwimmen wollte. Sehr, sehr schwierig. Also an sich, ne, wenn man so überlegt, der Tod und wie das Ganze passiert ist, ist halt nicht spektakulär, aber zu dem Typen, der Typ macht es halt nochmal so spektakulär, ne? Weil man halt nichts über ihn weiß. Der hatte weder einen Ausweis, der hatte weder noch irgendwelche anderen Identitäten. Der Typ war eigentlich vom Ding her so weg. Den gibt es eigentlich gar nicht. So. Aber er hat gelebt. Die Leute haben ein zusammengerolltes Handtuch dabei und hochgekrempelte Klamotten. Das war bei ihm überhaupt nicht der Fall. Er sah aus wie ein Mann, der auf Geschäftsreise war. Peter Bergmann bedankt sich nicht für Vincents Hilfe.
sondern dreht sich einfach um und geht. Ich kann mir das richtig vorstellen, Wallah. Guck mal, wenn man den so sieht, ne, ich habe doch eben am Anfang noch gesagt, der Typ hat einfach keine Mimik. Ich kann mir richtig vorstellen, ja, wo fährt der nächste Bus? Ja, der Bus fährt da und da. Und dann geht er einfach. Es macht auf ihn den Anschein, als wäre Peter Bergmann in Eile, hätte Schmerzen oder sei einfach nicht er selbst gewesen. Um 14.40 Uhr steigt Peter Bergmann schließlich in den Bus, der nach Rosses Point fährt. Es ist ein sonniger Tag. Deswegen sind viele Menschen unterwegs, als Peter Bergmann am Strand ankommt. Mit seinem schicken Outfit fällt er so sehr auf, dass sich später 16 Zeugen melden, die ihn gesehen haben. Der fällt auch zu 100% auf. Walla, wäre ich da gewesen am Strand, ich sonne mich, ich wäre 17. Zeuge gewesen. Der wäre mir bis heute noch im Kopf geblieben. Paula Lahiff, die den Strand an diesem Tag mit ihrem Mann besucht, schildert beispielsweise: Wir hatten am oberen Parkplatz geparkt. Da war dieser Mann, der entlang des Ufers lief. Er hatte die Hosen bis zu den Knien hochgekrempelt, trug eine schwarze Jacke und ging irgendwie schwerfällig dahin. Ihr Mann Dermot fügt Folgendes hinzu. Er ging sehr bedächtig. Immer einen Fuß, dann den anderen. Ja, wie willst du sonst gehen? Willst du beide Füße gleichzeitig gehen oder was? Also einen Fuß, dann den anderen, das ergibt auch Sinn, ne? Also so gehe ich vom Ding auch. Mir fiel auf, wie seltsam seine Bewegungen waren. Und es schien mir eine Art Ritual in seinem Gehen von links nach rechts zu sein. Ach so, warte mal. Ich kann mir richtig vorstellen, entweder ist er so gegangen, ne? Also seitlich. Oder er ist halt so vorwärts gegangen. Aber wenn man überlegt, ne? Wenn er das wirklich Schritt für Schritt gemacht hat, in so einem langsamen und gleichbleibenden Tempo, dann wäre das auch schon sehr, sehr auffällig. Heftig, ne? Um 23.50 Uhr wird Peter Bergmann zum letzten Mal von einer Zeugin dabei gesehen, wie er barfuß durch das flache Wasser spaziert und eine Plastiktüte bei sich trägt. Das nächste Mal, dass Peter Bergmann gesehen wird, ist, als Arthur Kinsella und sein Sohn 7 Stunden später seine Leiche finden. Damit hat man die letzten Schritte von ihm relativ gut rekonstruiert. Trotzdem steht immer noch eine Frage über allen. Wer ist Peter Bergmann? Ey, das ist so eigenartig gerade, ne? Also der Fall ist wirklich sehr, sehr eigenartig. Und meine ganzen Gehirnzellen sind gerade am Arbeiten, weil ich herausfinden will, was da passiert ist. Oder passiert sein könnte. Aber ich komme nicht drauf. Peter Bergmann, wer bist du? Ey, ich stehe vor, wir kriegen morgen neue Nachbarn und du siehst an der Klingel Bergmann. Weil ich mache direkt Story morgen. Wer ist Peter Bergmann? Die Frage stellen wir uns alle. Die Polizei steht vor einem großen Rätsel, als sie sich tiefergehend mit Peter Bergmann und seinem Tod befasst. Egal wo sie mit ihren Ermittlungen ansetzen, merken sie schnell, dass sie nicht sonderlich weit kommen. Sowohl die deutsche als auch die österreichische Polizei werden in die Ermittlungen mit einbezogen, da man davon ausgeht, dass Peter Bergmann entweder aus Deutschland oder aus Österreich stammt. Die Adresse, die er im Hotel angegeben hat, existiert zwar nicht, doch der Aufbau und die Anzahl der Zahlen stimmen zumindest mit Postleitzahlen in Österreich überein. Was darauf hindeutet, dass Peter Bergmann entweder aus Österreich stammt oder sich vorher darüber informiert hat. Trotzdem geht man eher davon aus, dass Peter Bergmann aus Deutschland kommt, da sein Akzent, die Marken seiner Kleidung, die Taschentuchpackung der Marke Soft und Sicher und vor allem die verschreibungspflichtigen Schmerzmittel, die er bei sich getragen hat, darauf hindeuten. Ich verstehe einfach nicht, warum haben die bei dem Hotel nicht einfach einen Ausweis verlangt und seine Adresse kontrolliert? Das sind so die zwei Sachen, weil damit hättest du den Fall um Weiten mehr klären können als jetzt. Das ist das Problem. Bis heute lässt sich nicht herausfinden, wie Peter Bergmann nach Irland gekommen ist. Es gibt keine Zeugen, die ihn an einem Flughafen oder auf einem Schiff gesehen haben. Man weiß daher auch nicht, von wo aus er angereist ist. Sonderbar ist auch, dass trotz umfangreicher Suchen viele der Dinge, die Peter Bergmann noch während der Busfahrt bei sich getragen hat, nicht mehr zu finden sind. Es fehlt jede Spur von seiner Umhänge sowie seiner Laptoptasche. Auch die lila Plastiktüte findet sich nicht bei den Sachen am Ufer. Beim Verlassen des Hotels trug er zudem noch ein Langarmshirt, das sich nun nicht mehr finden lässt. Auch Peter Bergmanns Brille kann nicht gefunden werden, obwohl Zeugen berichten, dass er sie wenige Stunden vor seinem Tod noch am Strand getragen hat. Es besteht zwar die Möglichkeit, dass er seine Sachen ins Meer geschmissen hat, doch zum einen ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass zumindest Teile davon wieder angespült worden wären. Dachte ich mir auch gerade, also ein bisschen müsste auf jeden Fall zurückgekommen sein. Also so ganz verschwinden kann das Ganze ja nicht. Und ich habe wirklich drei Fragen an Peter Bergmann. Wer bist du? Was hast du da gemacht? Und was war deine Mission? Nee, ich habe noch eine Frage. Und was ist mit deiner rosanen Tüte, Digga? Was war da drin? Und zum anderen stellt sich die Frage, warum er das nicht mit allen Sachen getan hat. Wie schon erwähnt, wurden einige ausgewählte Kleidungsstücke feinsäuberlich zusammengelegt und auf einem Felsen platziert.
Das sind aber längst nicht alle offene Fragen. Peter Bergmann ist nicht ertrunken und es lassen sich keinerlei Medikamente in seinem Blut nachweisen. Woran ist er also gestorben? Alles deutet auf einen plötzlichen Herzstillstand hin, was aufgrund seiner fortgeschrittenen Krebserkrankung und der Herzprobleme nicht völlig unwahrscheinlich ist. Doch wenn Peter Bergmann seinen Tod geplant hat, worauf sein gesamtes Handeln der letzten Tage schließen lässt, wie konnte er wissen, dass er genau an dem Tag zu dieser Zeit sterben wird? Niemand scheint den Unbekannten zu... Ach du Scheiße, links ist auf jeden Fall das Bild von der Leiche. Bruder, guck mal, aber warte mal. Ich kenne mich halt überhaupt nicht aus, ne, mit Herzstillstand, dies und das. Aber hier sieht man ja auf jeden Fall in dem Bild, auch wenn es zensiert ist. Hier ist rosa, hier ist so ein bisschen dicker. Lippen sind auch knallrosa. Also man sieht auf jeden Fall, es sieht aus, als hätten die ihn bearbeitet. So ein Ding ist das. Aber der ist ja ganz normal gestorben, deswegen frage ich mich echt. Oh mein Gott, was ist das für eine Mücke? Peter Bergmann, was ist mit dir... Was ist mit dir passiert? Es gibt keine Übereinstimmung mit seiner DNA und seinen Fingerabdrücken und er wird auch nirgendwo vermisst. Am 18. September 2009 wird er schließlich in einem namenlosen Grab in Sligo beerdigt. Die einzigen Gäste sind 4 Polizisten. Bis heute bleibt es ein großes Rätsel, wer Peter Bergmann war und wie er wissen konnte, wann er sterben wird. Ey, ohne Spaß, Chat, ne? Das sind wieder so Videos, wenn ich die gucke, ich krieg Schmetterlinge im Bauch. Ich will jetzt einfach da gewesen sein, als es passiert ist. Und ich wünschte, mir wäre der Typ auch aufgefallen. Und ich hätte einfach spontan so einen angemacht. Wer ist Peter Bergmann? Die Suche nach ihm. Junge, ich hätte das so gerne gemacht, ne? Ich schwöre, guck mal, wenn ich das schon sehe, dieses Hotel, diese Location, das gibt mir einfach diese Vibes. Und der Typ sieht einfach schon von 0 auf 100 eigenartig aus. Aber du haust den weg. Man weiß nicht, Peter haut mich bestimmt weg. Ach, ich wollte gerade einen harten Witz bringen, aber ich bringe den jetzt einfach nicht mehr. Nee, ich bringe den nicht. Detective Inspector Ray Maldarik von der Polizeistation Sligo Garda sagt zu dem Fall: Normalerweise haben wir es mit dem umgekehrten Fall zu tun, bei dem Menschen vermisst werden und wir sie nicht finden können. In diesem Fall ist es anders, denn wir haben eine Person, die wir nicht vollständig identifizieren können und wir können ihre Leiche nicht an ihre Angehörigen zurückgeben. Es scheint eine Absicht dahinter zu stecken. Alles, was er tat, schien einen Zweck zu haben. Vom Zerschneiden der Etiketten an seiner Kleidung bis hin zum ganzen Rest. Also ich finde, wenn man jetzt allein nur diese Aufnahme sieht, ne, allein beim Rauchen sah er übertrieben nachdenklich aus. Also man hat das Gefühl gehabt, dass sein Kopf die ganze Zeit gearbeitet hat. Aber wofür sein Kopf gearbeitet hat, das weiß man am Ende des Tages nicht. Die Frage, die man sich stellen muss, ist, warum Sligo? Wenn man einen landschaftlich reizvollen Ort zum Sterben sucht, hat man an der Westküste Irlands oder sogar in Schottland die Qual der Wahl. Irgendetwas muss ihn hierher geführt haben, auch wenn wir nie sagen konnten, was es war. Ey, Jacek, irgendwie tut er mir leid. Guck mal, da geht er jetzt wieder wie einer, der, keine Ahnung, erstes Date hatte. Date hat ihm gesagt, er steckt aus dem Mund. Und so war das Date dann zu Ende. So ein Ding, so ein Gang ist das gerade. So dieses, ah, scheiße, läuft wieder nicht. Der damalige Ermittler John O'Reilly rätselt bis heute, wer Peter Bergmann gewesen sein könnte. Wenn jemand stirbt, dann ist das allein schon eine furchtbare Sache. Aber warum tut man dann auch noch alles dafür, um seine Identität zu verschleiern? Dieser Mann ist nicht einfach nur nach Irland gekommen, um zu sterben. Es bleibt ungewiss, welche Absicht Peter Bergmann verfolgt hat. Sein Handeln in den Tagen vor seinem Tod wirkt jedoch äußerst durchdacht. Der Fall erinnert teilweise stark an den des Summerton-Mannes. Und wie bereits bei diesem Fall, gibt es auch im Fall Peter Bergmann die abstrusesten Theorien über seinen Tod. So glauben beispielsweise manche, dass er ein Alien war, das auf der Erde verloren gegangen ist. Ich schwöre, ne, ich will nicht sagen wegen Aussehen und so, weil es eigentlich voll jasig, wenn man sagt, ja, der sah aus wie ein Alien, ne, aber jetzt, wenn man allgemein jetzt mal so guckt auf dem Bild, finde ich, geht das schon in die Richtung Alien, oder? Peter Bergmann, du bist wunderschön, aber irgendwie sieht er da ein bisschen in die Richtung Alien aus. Oh, Google ist ja ganz lustig. Aber was habe ich jetzt erhofft? Aber dann fehlt nur noch, dass ich schreibe Alien mit Dings. Dies Kurt Hose. Was? Andere vermuten, dass Peter Bergmann ein Spion oder ein Gangster war, der sich auf der Flucht befunden hat. Die Theorie, die am meisten Anklang findet, ist auch die, die mir selbst am realistischsten erscheint. Peter Bergmann muss von seiner schweren Krebserkrankung gewusst haben und auch, dass er nur noch wenige Wochen zu leben hat. Möglicherweise litt er stark unter seinen Schmerzen und wollte nicht mehr leben, weshalb er seine Medikamente absetzte. Das würde erklären, warum man in seinem Blut keinerlei Medikamentsrückstände gefunden hat. Seine Identität könnte er verschleiert haben, um sicherzustellen, dass seine Angehörigen entweder nichts von seinem Tod erfahren
oder nicht die Kosten für eine Beerdigung tragen müssen. Boah, das wäre aber maximal traurig, Digga. Walla, das, also jetzt, guck mal, wenn ich sowas höre, dann denke ich mir so, Junge, warum hast du vor ein paar Minuten auch irgendwelche Witze gemacht mit Alien und keine Ahnung was? Weil wenn das jetzt wirklich so sein sollte, dann tut er mir unnormal leid. Das ist halt das Ding, es ist schwierig. Man weiß es halt nicht, ne? Kann wirklich sein, dass er es wusste, dass er gesagt hat, okay, ich will jetzt so langsam sterben, ich habe keinen Bock mehr auf die Schmerzen, Schmerzmittel abgesetzt, ja, und dann gestorben, ne? Und es würde vielleicht auch so allgemein seine Laune erklären, dass er vielleicht traurig drüber war, dass er halt die Erde verlässt. Aber es ist schwierig, ich weiß es nicht, Digga. Aber das macht es doch eigentlich, finde ich, noch schlimmer, wenn er seiner Familie gar nichts sagt. Weil, guck mal, die wissen jetzt auch nicht, wie der Typ gestorben ist. Möglicherweise hatte er nur wenige Verwandte, die finanziell nicht gut aufgestellt waren. Und seine Beerdigung kostet relativ viel Geld. Die Tatsache, dass er Briefmarken gekauft hat und diese später nicht bei seinen Sachen gefunden wurden, legt nahe, dass er mehrere Briefe verschickt hat. Vielleicht hat er seinen Angehörigen geschrieben und sie gebeten, ihn nicht als vermisst zu melden, da er anonym bleiben wollte. Das Pseudonym Peter Bergmann könnte er gewählt haben, da es tatsächlich eine einzige Person mit diesem Namen in Wien gibt. Ein Krimi-Buchautor. Es ist möglich, dass er schon immer ein Fan von Rätseln und Mysterien war und am Ende seines Lebens selbst zu einem solchen werden wollte. Doch auch diese Theorie hat Lücken. Der Fall hat auch in Deutschland und Österreich große Wellen geschlagen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass niemand den Mann kennt. Warum wird er nicht vermisst? Warum erkennen ihn nicht Bekannte, Nachbarn oder Arbeitskollegen? Selbst wenn er seine engsten Vertrauten darum gebeten hat, sich nicht zu melden, wird es doch bestimmt auch entferntere Bekannte geben, die ihn erkennen würden. Und obwohl Peter Bergmann nicht mehr lange zu leben hatte, ist es trotzdem nahezu unmöglich, so genau und gezielt seinen Tod zu planen. Wie bereits gesagt, es gibt keinerlei Hinweise, die auf einen Selbstmord, ein Ertrinken oder irgendwelche Einwirkungen von außen hindeuten. Wie konnte Peter Bergmann also genau wissen, wann er sterben würde? Vermutlich hat Peter Bergmann dieses Geheimnis, so wie er wollte, erfolgreich mit ins Grab genommen. Boah, das ist so schwierig, ne? Also Peter Bergmann, ne? Das ist hier auch kein, Räuber und Gendarm, also das ist wirklich sehr, sehr mysteriös. Ich glaube, die Antwort auf diese ganze Frage wird uns keiner geben können. Das Einzige, was ich wirklich nur wissen wollen würde, was, glaube ich, derb interessant wäre, wenn man einfach nur so für ein paar Minuten in seinen Kopf gucken könnte und dann halt einfach so erfährt, okay, was hat er in der Situation gedacht? Was ist sein Plan gewesen? Warum hat er das Ganze so gemacht? Warum war er so, wie er gewesen ist? Er ist unnormal eigenartig. Und ich weiß ganz genau, kennt ihr das, wenn ihr irgendwelche Personen seht, aus Filmen oder so? Entweder träumt ihr von den Personen oder ihr geht irgendwie durch die Straßen, geht einkaufen bei Rewe und vor euch steht ein Typ, der genauso ähnlich aussieht. Bruder, ich werde einen Schock kriegen. Ich werde ihn ansprechen. Peter Bergmann.